Herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Obendrauf. Ich habe von den Kinderfreunden die Einladung bekommen, zum Thema Vaterschaft einen Podcast zu gestalten. Ich nehme die Einladung gerne an. Ich arbeite seit 2008 in der Männerberatung in Graz als diplomierter systemischer Lebenssozialberater, Sexualberater, Ehe- und Familienberater. Ich habe da unter anderem auch jede Menge Erfahrung mit Vätern in verschiedenen Krisen, Problemsituationen oder auch Fragestellungen, angefangen von ungewollten Vätern bis hin zu Vätern, die Beziehungsprobleme haben mit der Partnerin, Erziehungsfragen und andere Themen. Sehr häufiges Thema Überforderung. Und was mir aufgefallen ist, viele dieser Männer, die zu mir kommen, haben wenig Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Sie funktionieren, leisten sehr viel für die Familie, finanziell, hausarbeitsmäßig, haben aber wenig Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und Emotionen, haben das Gefühl, sie funktionieren, sie müssen funktionieren und sind eigentlich ziemlich ausgebrannt, energetisch am Ende unzufrieden, was häufig zu Konflikten und Streitereien in der Partnerschaft führt. Ein anderer Bereich, wo ich mit dem Thema Vaterschaft in Berührung komme, ich bin Regionalverantwortlicher für den Boys Day in der Steiermark. Da geht es darum, dass mehr junge Burschen Berufe im Bereich Pflege, Erziehung und Bildung anstreben sollen oder als Joboptionen wahrnehmen sollen. Weil wenn ich als Junge oder als Mädchen im Kindergarten von Frauen betreut werde, in der Volksschule von Frauen unterrichtet werde, in weiterer Folge weiters mit Frauen zu tun habe, wenn es um Erziehung und Erziehung geht und Pflege und andere Dinge, dann bekommen alle unbewusst das Bild, alle diese Tätigkeiten sind eine Frauensache. Also das hat nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun, sondern einfach mit diesen Rollenzuschreibungen in unserer Gesellschaft. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn ich als 25-jähriger, 28-jähriger junger Mann in die Vaterrolle hineinfinden soll, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht wirklich kompetent, das ist ja meine Frauensache, das können Frauen einfach besser. Und uns ist es ganz wichtig, dieses Bild zurechtzurücken. Es gibt auf der Basis wissenschaftlicher Kenntnisse keinen Grund zu dieser Annahme. Männer sind grundsätzlich genauso kompetent wie Frauen in allen Bereichen, was jetzt Pflege, Erziehung für Kinder mit Kindern betrifft. Der riesige Unterschied ist einfach das, dass wir kulturell gewohnt sind, dass Frauen diese Aufgaben übernehmen. Genau. Allerdings müssen auch Frauen lernen, in diese Rolle hineinzufinden und diese Aufgaben gut zu gestalten. Das ist nichts, was die Natur mitgibt. Das ist etwas, was von ihnen sozial quasi gefordert wird. Und der dritte Bereich, wo ich mit dem Thema Vaterschaft arbeite, sind Väterfortbildungen im Rahmen von EU-Projekten. Am Beginn Parent und jetzt das Projekt Fathers Rocks, wo wir Fortbildungen für Väter anbieten, aber auch für Multiplikatorinnen in Form von Workshops, online oder in Präsenz. Wo es darum geht, dass man einfach den Zugang und die Einbindung von Männern fördern möchten, von werdenden Vätern oder von allen anderen Formen von Vätern, von sozialen Vätern, von Pflegevätern, von Vätern in Regenbogenfamilien, das heißt gleichgeschlechtliche Paare, aber auch Alleinerziehende, wo es einfach darum geht, dass wir fördern möchten, dass Väter aktiv sich um Kinder kümmern, sich um die Partnerin kümmern, auch sich um sich selbst kümmern, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Da gibt es aktuell die Workshop-Reihe Fathers Rock. Die ist eigentlich dreiteilig geplant mit 6 verschiedenen inhaltlichen Modulen. Da geht es einerseits um Männlichkeitsanforderungen und Männlichkeitsbildern, dann aber auch ganz konkret um Vaterschaft, Elternschaft, Partnerschaft bzw. Resilienz im Sinn von Widerstandsfähigkeit, von Ressourcenorientierung, von konstruktiv Konflikt lösen können. Denn es geht auch darum, dass sich alle Mitglieder in der Familie sicher fühlen können. Männern wird traditionellerweise da die Rolle zugesprochen, dass sie die Familie beschützen sollen. Das wäre ein Aspekt. Wir richten den Blick aber auch auf das, was in der Familie
geschehen kann. Und wir wissen, dass die meisten Männer auch in Krisensituationen oder unter Stress keine Form der Gewalt ausüben. Dennoch passiert es immer wieder, dass Gewalt in der Familie stattfindet und möchten das möglichst verhindern. Und Väter dahingehend ja immun machen, dass sie nie in solche Situationen kommen. Genau. Die Seminarreihe beschäftigt sich mit aktiver Vaterschaft von Anfang an. Von Anfang an bedeutet bereits während der Schwangerschaft natürlich. Und aktive Vaterschaft, was verstehen wir darunter? Wir haben einfach wissenschaftliche Untersuchungen studiert. Wir haben geschaut, welche Väterfortbildungsangebote europaweit sehr gut angenommen werden von Vätern und haben daraus eine eigene Seminarreihe gebastelt, zusammen mit Partnern in Spanien, in Italien und in Portugal. Und aktive Vaterschaft bedeutet für uns auf der einen Seite eine Haltung, das heißt im Sinn von Beziehungsorientierung, im Sinne von Interesse, Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen, Unterstützung für andere Menschen, aber auch für mich selbst. Und konkrete Hilfestellungen im Alltag, im Sinne von, dass ich zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Frau nach der Geburt haben, die sehr müde und sehr erschöpft ist, dass ich schaue, dass die Besuche irgendwie reglementiert werden, dass nicht ständig jemand im Haus ist, dass die Frau einfach schlafen kann, dass ich Hausarbeit übernehme und so weiter und so fort. Wobei dieser Prozess jetzt nicht nur rund um die Geburt stattfinden soll, sondern auch in weiterer Folge eigentlich den ganzen Erziehungsprozess hindurch. Genau. Und was die Haltung betrifft, geht es sehr stark darum, um eine partnerschaftliche Orientierung, dass Mann und Frau quasi gleichwertig sind und dass alle wichtigen Entscheidungen in der Familie gemeinsam getroffen werden sollen. Genau. Wichtiger Aspekt dabei ist auch die Selbstfürsorge. Das heißt, dass ich auch als Mann lerne, gut auf mich selber zu schauen, aufzupassen, dass es mir gut geht, meine Wünsche, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, auch die Sprache zu finden, sie ganz klar auszudrücken und notfalls auch dafür einzustehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Welche Vorteile bietet aktive Vaterschaft jetzt für das Kind, für den Vater selber, für die Partnerschaft? Wie gesagt, das auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse können wir sagen, dass Kinder, die in Familien aufwachsen, wo auch der Vater sehr aktiv in die Betreuung und Erziehung eingebunden ist, dass diese Kinder weniger Konflikte mit anderen gleichaltrigen Kindern wie auch Erwachsenen haben, also weniger Schwierigkeiten. Sie tun sie wesentlich leichter, in Kontakt zu treten, den Kontakt zu halten. Sie sind wesentlich seltener davon betroffen, dass sie schikaniert werden oder dass sie selber aggressiv gewalttätig werden, anderen Kindern oder Erwachsenen gegenüber. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, denn in der Männerberatung oder mit jungen Männern habe ich immer wieder taucht immer wieder das Thema Mobbing in der Schule zum Beispiel auf. Genau. Wenn ich jetzt einen Buben habe, dann hat der Bub natürlich ein ganz tolles Vorbild, wie ich als Mann Vaterschaft leben kann. Und es ist wissenschaftlich auch nachweisbar, dass Mädchen deutlich höheren Selbstwert haben, psychisch stabiler sind als umgekehrt. Das wären einmal die Vorteile für das Kind. Es ist natürlich auch wichtig, dass wenn ich in einer traditionellen Familie lebe, wo die Mutter sich um das Kind kümmert und die einzige Bezugsperson ist, dass diese Kinder natürlich dann starke emotionale Abhängigkeiten entwickeln, weil quasi nur eine Person da ist, die ansprechbar ist, von der die sich um mich kümmert. Je mehr andere Personen hinzutreten, desto weniger bin ich abhängig, desto freier bin ich auch. Genau. Wichtige Vorteile für den Vater selber sind natürlich, dass er eine sehr starke Bindung aufbauen kann zum Kind. Ich kann die Entwicklung meines Kindes unmittelbar nachvollziehen und auch fördern, was ganz wichtig ist. Und im Idealfall habe ich auch so eine ganz eine tiefe emotionale Verwobenheit mit meinem Kind. Das heißt, ich bin dann wirklich innerlich vollkommen in der Vaterrolle angekommen. Und das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel mich stärker fühle,
mehr Selbstwert habe, dass ich überhaupt die Welt um mich herum völlig anders wahrnehmen kann, dass ich wirklich so das Gefühl habe, ich bin am Puls des Lebens. Das ist jetzt ein Zustand, der muss nicht eintreten, aber kann eintreten oder auch vorübergehend eintreten. Und ist etwas, was Männer unglaublich empowern kann, sehr ruhig und sehr ausgeglichen macht. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich diese aktive Vaterschaft lebe, zum Beispiel in Väterkarenz gehe oder geteilte Elternzeit nehme, mir viel Zeit für das Kind nehme, dann bin ich weit weg von dieser Fixierung auf Erwerbsarbeit. Wir haben ja gelernt, oder viele Männer haben gelernt, dass sie dann männlich sind, wenn sie sehr viel leisten, wenn Job und Karriere im Vordergrund stehen. Und das führt natürlich zu Einseitigkeiten, zu Belastungen, zu Stress, zu Überforderung. Wenn ich gleichzeitig aber ein sehr aktiver Vater sein kann, dann habe ich einfach verschiedene Säulen, auf denen mein Selbstwert ruht, bin ausgeglichen und ausbalancierter in meinem Leben. Genau. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch wesentlich mehr Verständnis für die Arbeit, die Anforderungen, die meine Partnerin, die Mutter des Kindes tagtäglich leisten muss, weil ich diese Arbeiten selber aus eigener Anschauung, weil sie kennenlerne oder kennengelernt habe. Genau. Und dann gibt es noch ganz wichtige Vorteile für die Mutter und für die Partnerschaft. Es ist naheliegend, dass es dann natürlich weniger unter Müdigkeit und Stress leider, weil wenn ich mir alle Aufgaben mehr oder weniger teilen kann und wenn ich mir immer ausmachen kann, kannst du diese Aufgabe übernehmen, ich fühle mich momentan nicht gut und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt wesentlich weniger Stress, wesentlich weniger Müdigkeit. Es gibt viel mehr Austausch, Kommunikation in der Beziehung. Die Beziehung wird dadurch häufig wirklich sehr stark oder gestärkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der Beratung immer wieder auftaucht, wenn ich wenig Zeit und Energie habe, mich um mein Kind, meine Familie zu kümmern, dann komme ich am Abend oder am Wochenende nach Hause und erlebe, dass meine Partnerin mit dem Baby ganz eng und intim ist und dass ich eigentlich so das Gefühl habe, ich bin jetzt draußen, ich bin irgendwie ausgeschlossen, das ist kein angenehmer Zustand. Wenn ich selber aktiv mitmachen kann, dann habe ich diese unangenehmen Zustände nicht. Es ist natürlich so, dass durch die Geburt eines Kindes sich die Paarbeziehung sehr, sehr stark verändert. Und wenn ich die Elternschaft einfach als aktiver Vater mitgestalte oder mitmache, dann komme ich in aller Regel damit wesentlich leichter zurecht, wie wenn ich jetzt wirklich ein Vater bin, der in erster Linie fürs Geldverdienen zuständig ist und sonst wenig Zeit und Energie hat, sich um ein Kind zu kümmern. Und ein weiterer wesentlicher Punkt, Studien aus Norwegen und Polen haben gezeigt, dass die Gefahr für häusliche Gewalt dann am höchsten ist, wenn der Mann alle Entscheidungen alleine trifft. Wenn die Mutter alle Entscheidungen alleine trifft, ist das Risiko geringer. Wenn Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, dann ist das Risiko für häusliche Gewalt deutlich geringer. Wobei wir, wenn wir jetzt im Bereich Gewalt bleiben, nicht nur davon sprechen von körperlicher Gewalt, sondern auch von Gewaltformen psychischer Natur. Wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, meine Partnerin sehr stark zu kontrollieren oder andere Formen anwende. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir Männern unterstellen wollen, dass sie von sich aus gewalttätig sind, sondern wir wollen einfach auf das Thema aufmerksam machen, auch auf die Verantwortung, die Väter haben, dass sie alle Personen in der Familie sicher fühlen können. Natürlich auch sie selber, genau. In den Workshops lerne ich immer wieder Väter kennen, die sehr motiviert sind, sehr viele Aufgaben übernehmen möchten, letztendlich aber deutlich weniger machen können dann in weiterer Folge, weil sie einfach im Beruf voll weiterarbeiten wollen oder auch müssen. Und das ist in der Praxis das größte Hindernis, warum die aktive Vaterschaft nicht so gelingt, wie die Väter sich selber das vorstellen. Und da muss man auf der einen Seite Rücksicht nehmen auf
innere Prozesse, das heißt, welches Bild von Männlichkeit, Männlichkeitsanforderungen habe ich selber und was kommt von außen. Wir leben in einer Zeit der Armutsgefährdung, der großen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern. Das heißt, viele Väter oder Familien können es sich auch nicht leisten, in Vätergrenz zu gehen. Das heißt, was notwendig wäre, wäre zum Beispiel, dass man die Karenzzeiten so regelt, dass Väter in Karenz gehen müssen und nicht jeder Vater einzeln ausverhandeln muss, ob das möglich wäre oder nicht. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt. Plus Kinderbetreuung auch am Nachmittag, also während der Erwerbszeiten.